Wir sind beisammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum letzten Sonntag in der Epiphaniaszeit. Schön, dass Sie da sind. Letzte Woche haben wir uns zu den ökumenischen Bibelabenden getroffen. Dabei ist es um die Apostelgeschichte gegangen. Darum, was wir aus diesem Buch heraus über die frühchristliche Kirche erfahren. Und wir haben gefragt, welche Träume haben wir eigentlich von Kirche? Auch im Konfirmandenunterricht geht es zurzeit um die Kirche. Wir haben festgestellt, dass das Wort Kirche sehr vielschichtig ist. Man meint damit das Gebäude Kirche, aber auch den Gottesdienst, die Gemeinde und die Institution Kirche. Um die Kirche soll es auch heute Morgen in der Predigt gehen. Dabei orientieren wir uns an einem Gemeindelied. Zunächst aber stimmen wir ein in das weihnachtliche Lied »Brich an, du schönes Morgenlicht«. Noch sind wir ja in der Weihnachtszeit, noch steht unser Weihnachtsbaum. Zum letzten Mal sehen wir ihn in diesem Kirchenjahr. Denn am 2. Februar ist Lichtmess und damit endet dann wirklich die Weihnachtszeit. Genießen wir also den Weihnachtsbaum noch einmal und genießen wir das weihnachtliche Lied. Gott, da sind wir. Und du bist da. Du bist bei uns, egal wie groß oder klein unser Mut gerade ist. Wir sind hier mit allem, wo wir Ermutigung brauchen. Wir sind hier mit allem, worauf wir hoffen. Wir sind hier mit allem, wo wir Kraft zum Aufstehen brauchen. Steh auf zum Leben, sagst du zu uns, Gott, und mit deiner geheimnisvollen Kraft hilfst du uns auf. Dafür danken wir dir. Amen. Thank you.
Um die Kirche soll es also heute Morgen in der Predigt gehen. Dabei orientieren wir uns an einem Lied im Gesangbuch. Es heißt »Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt«. Das Lied stammt von Martin Gotthard Schneider, der mit seiner Komposition »Danke für diesen guten Morgen« einst die Hitparade gestürmt hat. Die Gemeinde wird in diesem Lied mit einem Schiff verglichen. Das Schiff ist ein uraltes Symbol für unser menschliches Leben. Man spricht hier vom Lebensschifflein. Aber das Schiff ist auch ein Symbol für die Gemeinde. Bei der Kirche spricht man ja auch vom Kirchenschiff. In der Tat, der Kirchenraum erinnert mich immer wieder an einen umgedrehten Schiffsrumpf. Aber keine Angst, wir sind nicht gekentert. Im Gegenteil, im Kirchenraum sind wir geborgen wie im Bauch eines Schiffes. Hier können wir sein, wer und wie wir sind. Lassen Sie uns nun von dem Lied die erste Strophe singen, 595, Strophe 1. Liebe Gemeinde, den Anfang hat die Kirche im fernen Israel genommen. Hier haben sich nach Ostern Menschen gesammelt, die an Jesus als den Christus, den Messias, glaubten. Sie hatten ihn begleitet, sie haben Zeichen und Wunder erlebt. Und seine Botschaft von der Liebe Gottes hatten sie gehört. Und dann war er ihnen nach der Kreuzigung als der auferstandene Herr begegnet. Nach Pfingsten haben sie diese Botschaft weitergetragen. Und sie haben andere Menschen gewinnen können für die Sache Jesu. Das ist die eine Seite. Aber die evangelischen Christengemeinden sind auch angefeindet worden von ihrer Umwelt. Der römische Staat hat verlangt, dass auch die Staatsgötter angebetet werden. Und das haben die Christen verweigert. Und viele jüdischen Gemeinden haben den christlichen Glauben als eine Sekte angesehen. Martin Gotthard Schneider vergleicht in seinem Lied diese Erfahrung mit einer Schifffahrt durch stürmische See. Wer sollte bei einem kräftigen Sturm keine Furcht haben? Immer wieder stellt sich die Frage, wird denn das Schiff bestehen? Liebe Gemeinde, wie oft haben sich in der langen Geschichte der Kirche Menschen genau das gefragt? Nicht nur im Blick auf das Schiff, das sich Gemeinde nennt, auch im Blick auf ihr eigenes Lebensschiffchen. Wird denn das Schiff bestehen in stürmischer See? Das fragen wir uns auch noch heute, ganz persönlich und auch im Blick auf die Kirche. Denn wir merken es ja, dass die kirchlichen Traditionen immer mehr abbrechen. Wir spüren, dass die Bedeutung der Kirche in unserer Gesellschaft abnimmt. Wir spüren es, wir sehen es, wie immer weniger Menschen ihren Kindern etwas mitgeben können an Glaubensdingen. Und manchmal denke ich ganz persönlich, wie viele treue Gottesdienstbesucher
habe ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten beerdigt? Und wie viele sind dazugekommen? Ich kann den Hilfsschrei unseres Liedes nachempfinden. Bleibe bei uns, Herr. Wir singen die zweite Strophe. Liebe Gemeinde, im 4. Jahrhundert hat die Geschichte der Kirche eine wichtige Wendung genommen. Den Zeiten der Bedrohung folgte durch die Anerkennung der Kirche unter Kaiser Konstantin eine fast 1400-jährige Phase. Während dieser Zeit hat sich die Kirche in Europa unter dem Schutz staatlicher Macht ausbreiten und entfalten können. Aus der verfolgten Kirche wurde eine Staatskirche. Nicht Bedrohung hieß nun die Gefahr, sondern Bequemlichkeit. Gesichert durch das Bündnis von Thron und Altar erlag die Kirche über viele Jahrhunderte der Gefahr, sich nicht mehr so sehr am Auftrag ihres Herrn zu orientieren, sondern an den Machtspielen dieser Welt. Die Reformation war dann ein gewaltiger Aufbruch. Luther und die anderen Reformatoren wollten eine Kirche, die sich nicht so sehr im alten Glanz vergangener Herrlichkeit sonnte, sondern sich auf das Wagnis des Evangeliums neu einlässt. Sie wagten einen radikalen Kurswechsel, indem sie versucht haben, den Kurs des Kirchenschiffes allein an Christus auszurichten. Aber täuschen wir uns nicht, liebe Gemeinde. Auch die Reformation bewahrte die evangelische Kirche nicht vor Bequemlichkeit. Auch die evangelische Kirche hat in ihrer langen Geschichte oft am Hafen festgelegen. Sie hat sich mit dem Landesherrlichen Kirchenregiment Sicherheiten verschafft, die zwar für ihr Überleben notwendig waren, die sie aber bequem weiterleben ließen. Bis heute ist die evangelische Kirche in unserem Land relativ komfortabel abgesichert. Allerdings spüren wir, dass überkommene Selbstverständlichkeiten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zerbröckelt sind. Kirchliche Arbeit kann nicht mehr allein durch Kirchensteuereinnahmen gesichert werden. Neue Aufbrüche sind dringend nötig, um Menschen zu erreichen, die sich von der Kirche längst verabschiedet haben. Und heute, wie in früheren Epochen der Kirchengeschichte, müssen wir immer wieder fragen, wer ist zur Ausfahrt bereit? Wir singen die dritte Strophe.
Liebe Gemeinde, in der dritten Strophe unseres Liedes ist eine ganz wichtige Entdeckung der Reformation beschrieben. Das, was man das Priestertum aller Gläubigen nennt. Was steht hinter diesem Begriff? Es ist die feste Überzeugung, dass alle Getauften durch die Taufe direkten Zugang zu Gott haben. Sie bedürfen nicht des Mittlerdienstes eines Priesters. Diese Wiederentdeckung des sogenannten Priestertums aller Glaubenden wurde grundlegend für das evangelische Kirchenverständnis. Ist nämlich allen Christenmenschen in der Taufe durch Gott priesterliche Würde zugesprochen, dann haben alle Christen das Recht, Kirche mitzugestalten. Mit der Entdeckung des Priestertums aller Glaubenden hat die Reformation einen ungeheuren Demokratisierungsprozess in der Kirche eingeleitet. Die Gemeinde wurde nun als eine Mannschaft auf einem Schiff begriffen. Jeder und jede hat ihre bzw. seine Aufgabe, um zum Gelingen des Ganzen beizutragen. Das ist zumindest die Theorie. Aber wir tun gut damit, wenn wir nicht in evangelischen Hochmut verfallen. Denn diese Wiederentdeckung der Reformation hat uns Evangelische nicht davor bewahrt, eine Zentrierung auf den Pfarrer zu entwickeln. Gefällt einem der Pfarrer, macht man mit. Hat man Probleme mit ihm, bleibt man weg oder tritt sogar aus der Kirche aus. Und wie oft lasten die Aufgaben in einer Kirchengemeinde auf den Schultern ganz weniger ehrenamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die bringen sich oft bis zur Erschöpfung ein, als gäbe es auf dem Schiff, das sich Gemeinde nennt, nicht ganz, ganz viele, die ihre Gaben einsetzen könnten. Nicht jeder ist geeignet für Hausbesuche. Nicht jeder kann eine Aufgabe im Gottesdienst übernehmen oder will es überhaupt. Nicht jeder kann in der Küche helfen. Aber für jeden und jede gibt es einen Platz, an dem er sie sich einbringen kann. Und dabei dürfen wir das Gebet und den Gottesdienstbesuch und die Erziehung der Kinder und das gute Wort an den Nachbarn nicht vergessen. Auch das alles ist unendlich wertvoll. Und vergessen wir nicht, was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt, in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, das ist Gottes Geist. Wir missverstehen das Wesen christlicher Kirche, wenn wir uns nicht immer wieder als Mannschaft auf dem Gemeindeschiff anstecken lassen von Gottes gutem Geist, von seinem Geist, der uns Hoffnung und Zuversicht schenkt, von seinem Geist, der den Glauben in uns stiftet und stärkt. Was also brauchen wir auf dem Schiff, das sich Gemeinde nennt? Wir brauchen begeisterte Menschen, Menschen, die sich anstecken lassen von Gottes Geist. Wir brauchen Frauen und Männer, die bereit sind, aus ihrer in der Taufe erworbenen Priesterschaft Konsequenzen zu ziehen für die Gestaltung des Gottesdienstes in allen Bereichen des Lebens, im Beruf, in der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde, in Kirche und Gesellschaft. Solche Menschen sind die Besatzung auf dem Schiff der Gemeinde. Wir singen die vierte Strophe. Thank you.
Liebe Gemeinde, alle, die viel an Sitzungen teilnehmen müssen, können von dem ein Lied singen, was diese vierte Strophe aussagt. Wer von uns hätte nicht schon gelitten unter der Langatmigkeit einer Sitzung? Wer kennt nicht die Gefahr, Dinge zu zerreden? Und dennoch, angesichts der Herausforderungen unserer Zeit, müssen wir uns fragen, wohin der Kurs der Kirche gehen soll. Wir brauchen für die Fahrt unseres Kirchenschiffes einen Kompass, der uns Orientierung gibt. Wie können wir bunte und lebendige Gottesdienste feiern und damit Menschen stärken? Wie können wir Menschen jeden Alters in unserer Kirche eine geistliche Heimat bieten? Wie können wir in einer ökumenischen Lerngemeinschaft leben lernen? Und wie können wir in eine ökumenisch orientierte Lerngemeinschaft diese Schätze unserer Tradition einbringen? Wie können wir miteinander lernen, das in eigene Worte zu fassen, was wir glauben? Wie gewinnen wir den Mut, das gegenüber anderen Menschen auch auszudrücken, zu sagen? Wie können wir unserem Glauben im täglichen Leben Ausdruck verleihen? Und wie können wir als Salz der Erde in die Gesellschaft hineinwirken? Und wie können wir Menschen in nah und fern helfen und Not lindern? All das muss in unserer Kirche durchaus diskutiert werden. Solche Fragen helfen uns zur Orientierung wie ein Kompass. Aber wir müssen auch um die Grenzen unseres eigenen Planens wissen. Wir sind es nicht, die die Kirche erhalten im Sturm der Zeit. Unsere Vorfahren waren es nicht allein und unsere Nachkommen werden es auch nicht sein. Sondern der ist es, der einst seinen Jüngern auf dem See Genezareth die Furcht vor den Wellen genommen hat und später seinen Jüngern zusagte: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Auf ihn zu hören, sich horchend, schweigend und betend ihm zu öffnen, das ist das Wichtigste. Damit wir wach sein können für das, was er uns an Möglichkeiten eröffnen will. Aufmerksam sein für die Menschen, die er uns über den Weg laufen oder an die Türen kommen lässt. Das ist noch viel wichtiger als alles planen. Glauben heißt, vor allem zu vertrauen. Und deshalb sollten wir uns und unsere Kirche dem anvertrauen, der uns das Ziel unserer Fahrt weist. Wir wissen, dass wir unterwegs sind auf eine Zukunft hin, die Gott alleine uns bereithält. Kirche hat eine Zukunft, nicht weil wir sie planen, sondern weil Gott der Kirche Zukunft verheißen hat. Und das Ziel der Kirche heißt Gottes Ewigkeit. Mit dieser Ausrichtung auf Gottes Ewigkeit steht unsere Gemeinde nicht alleine da, sondern wir sind in einer Gemeinschaft, in der Gemeinschaft der evangelischen Kirche im Kirchenbezirk Galdorf, in Württemberg, in Deutschland. Wir sind in ökumenischer Gemeinschaft mit der katholischen Kirche, in Gemeinschaft der weltweiten Kirchen Jesu Christi. Machen wir uns das immer wieder deutlich. Kirche ist viel mehr als die Kirche hier in Oberrot. Viele Freunde in der Nähe und Ferne sind mit uns unterwegs, auf gleichen Kurs gestellt. Wir sind nicht allein. Lasst uns die fünfte Strophe singen.
Guter Gott, wir danken dir, dass du immer wieder Menschen dazu rufst, Mannschaft in deinem Gemeindeschiff zu sein. Wir danken dir für alle, die bereit sind, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen. Wir danken dir für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für alle, die Zeit, Energie, Fantasie und Liebe in unsere Gemeinde einbringen. Wir danken dir für alle, die nach dir fragen, die dich im Gottesdienst loben und nach dir suchen. Wir danken dir für alle, die für unsere Kirchengemeinde beten und für Kranke und Menschen, die Hilfe brauchen. Und wir danken dir für alle, die unsere Kirche auch finanziell unterstützen, mit ihrem Opfer, ihren Spenden oder ihrer Kirchensteuer. Sende deinen Heiligen Geist, guter Gott, damit es Gedanken, Worte und Taten der Liebe sind, die bei uns gedacht, gesprochen und getan werden. Sende deinen Heiligen Geist, guter Gott, damit Menschen in unserer Mitte getröstet und aufgerichtet werden. Dein gutes Wort sei ein Licht auf unserem Weg. Das bitten wir in Jesu Namen und beten wie er. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen einen getrösteten und gesegneten Sonntag. Wir gehen in die neue Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dir und schenke dir Frieden.